vor dem Bekannten in Jugoslawien insgesamt, aber es hat eine besondere Ausprägung gerade in Bosnien gefunden, wo tatsächlich seit Jahrhunderten verschiedene Ethnien, Religionen, Kulturen nebeneinander und vor allem in den Städten auch durchaus miteinander gelebt, geheiratet und die jeweils anderen Festtage begangen haben und so weiter und so fort. Also wo es tatsächlich keine Unterscheidung gegeben hat nach Ethnie, sondern andere Kategorien wesentlich gewesen sind. Ja. Verstanden ist, dieser Untote, der die Geschichte zurückgebracht hat, wo sozusagen Geschichte in sich, Zeit in sich kollabiert ist. Erinnere an die Schlacht am Amstelfeld im 14. Jahrhundert, die dann politisch wirksam am Ende des 20. Jahrhunderts geworden ist. Nicht? Narrativ als einzige Staatsdoktrin anerkannt hat, bis hin dann zu den Machtpolitikern Milosevic, Karadzic und Tudjman, zum Teil gewendete Kommunisten oder zum anderen Teil, wie im Falle Karadzic, durchaus auch aus nationalistischer Überzeugungstäter. Kirchen gespielt und der Klerus hat immer noch eine äußerst problematische Rolle, wenn man eben diese völkisch-nationalistisch aufgestellten katholischen, ist gleich kroatischen, orthodoxen, ist gleich serbischen Klerus sieht und wie die islamisierten Slawen, die sogenannten Bosniaken, als Volksverräter, als Türken verunglimpft worden sind und zum Teil auch noch werden. Nämlich, wenn man bedenkt, dass in Jugoslawien oder die Unterscheidung zwischen Kroatisch und Serbisch in etwa eine Sprachvariante ist wie zwischen Österreichisch und Deutsch, und wo man dann die Sprache herangezogen hat, die seit 1918, seit es Jugoslawien gibt, eben eine doch sehr starke Ausprägung und Annäherung gefunden hat, und auf, wie man jetzt dann versucht, auf allen Ebenen eine eigene, jeweils eigene Nationalsprachen zu konstruieren. Und ich verwende bewusst den Begriff konstruieren. Ja. Sprache ist natürlich Voraussetzung für eine Kommunikation und das war ein systematischer Versuch natürlich, jedweden Dialog, jedwede Kommunikation auch schwieriger bis unmöglich zu machen. Musik
wirklich zerbrochen. Ja? Und die politische Instrumentalisierung der Angst in Zeiten großer Umwälzungen, Ende des Kalten Krieges, die geopolitische Funktion Jugoslawiens ist verloren gegangen, eine große soziale, wirtschaftliche Krise im Lande selber, hat natürlich dann die Rolle des Anderen, des Fremden und damit des Feindes im eigenen Land, wurde sozusagen vom Nachbarn übernommen. Und als letzter Punkt dazu, und damit waren sozusagen die psychologisch-politischen Voraussetzungen für den blutigen Zerfall Jugoslawiens gegeben. Ich möchte hier Schluss machen, nur noch als eine Fußnote erwähnen, dass die Versuche der sogenannten internationalen Gemeinschaft, ja, viele dieser Voraussetzungen einfach nicht verstanden hat und aus dem Grund in die Irre gegangen ist. Und wenn wir heute, der Friedensvertrag von Dayton wurde 1995 geschlossen, ich war dort einige Jahre als sogenannter Hohepräsentant auch für die Umsetzung dieses Friedensvertrages zuständig, und wenn man da sieht, wie eigentlich die Verhandler damals, die Amerikaner, aber auch die Europäer, in diese Ethnofalle getappt sind, ja, geglaubt haben, dass tatsächlich der ethnische Unterschied das Entscheidende und Kriegsentscheidende für die Politik gewesen ist. Das war ein großer Irrtum, das war das Instrument, um eben die Macht zu gewinnen. Und wie man gerade diesen entscheidenden Punkt in dem Friedensvertrag, im Friedensvertrag von Dayton 1995 in der Verfassung festgeschrieben hat.